Ja, es wurde nach der Waffe gefragt. Das ist ein, ich glaube, umgebautes 45er. Es war ein Kaliber 308. Nee, ich habe ja nicht der 308er drin. Nee, es war ein 45er Gewehr. Ja, einfach ein Special Gewehr, wo so ein Sternchen hinten dran war. Wurde ja vorhin gefragt. 140 ballistischen Schaden, 28 Kyroschaden. Und beim Crit gibt es nochmal ein 100% Einfrieren durch diesen komischen Special Perk. Bisschen halt eben noch was rumgebaut, dass es halt meinen Bedürfnissen entspricht. Also ich kann halt nicht gut mit Zielfernrohren spielen, deswegen habe ich halt einfach dieses Reflexvisier drauf gebügelt. Ja, und damit kann ich halt ganz gut spielen. Aber ja, das wechsle ich halt immer durch, je nachdem, wo ich gerade mehr Munition habe. Jetzt können wir wieder den Recursive benutzen. Der Recursive ist ein Sturmgewehr. Leider kein Special oder so. Wenn ich mal eins finden würde, würde ich es umbauen in Special Recursive. Das ist jetzt ein ganz normales Sturmgewehr mit 556er Munition, auch komplett halt gemoddet, nur wieder ein ganz normales Reflexvisier drauf, weil ich damit halt am besten klarkomme und das macht 149 Schaden. Ja, wie gesagt, alternativ hätten wir noch den Dr. Planlos Sparplasma, 126, 126. Da haben wir allerdings noch nicht so viel Munition, dass ich den noch recht selten benutze und unsere nominell stärkste Waffe ist im Moment, ne, der Yassi-Plepper nicht. Sondern der Spikes Todmacher. Ganz normales Schrotgewehr. Macht jetzt 250 Schaden. Das ist so meine stärkste Waffe. Wobei nicht ganz richtig. Wir haben gestern ein Gauss-Gewehr gefunden. Aber da habe ich auch noch super wenig Schuss und ich kann es nicht modifizieren. Deswegen habe ich das erstmal in die Kiste gepackt. Wir haben gestern irgendwie ein Gauss-Gewehr gelootet. Was irgendwie mit zwei KZEM-Munition schießt. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir rausfinden. Ah, hier haben wir schon wieder Zeit für die Yassi-Klinge. Tanja-Klinge, Entschuldigung, nicht Yassi-Klinge. Ist das hier schon deaktiviert? Ja, das ist deaktiviert. Hier ist auch sonst nichts mehr. Okay. Nimm einfach mal alles mit. Das läuft auch alles. Ich gucke nochmal wegen Drops und so, aber ich sag nichts. Nachher sage ich es wieder und dann gibt wieder Katastrophe wie gestern. Dieses Twitch. Oh, da war sogar noch was anderes drin, was ich gar nicht hätte mitnehmen wollen, aber naja, egal. Kisten! Kisten! Weiter? Kisten? Nein! Nein! Ach, ich rede immer zu viel. Tanja! Sei gegrüßt! Ja, wir haben die Tanja-Klinge gerade ausgepackt. Und Yassi, komm gut ins Bett in den Nerf-Modus, meine Liebe. Bis morgen. Vier Fusionskerne. What? Okay. Volt 81 kommt immer näher. Bald auch in ihrem Kino. Ja, dann gucken wir mal. Zeig mal die Machete. Ja, kann ich auch mal eben ganz kurz machen. Die Tanja-Klinge. Ziele bluten und werden vergiftet. Außergewöhnlicher Schaden. 52. Und hier 3 Gift. Die gab's in... das weiß ich sogar noch. Die gab's nicht lachend, das heißt so in Hugos Loch. Ja, in Hugos Loch haben wir die gefunden. Und die habe ich halt immer dabei, wenn so kleine... Meierlurk schlüpfen, alles was so klein vor mir auf dem Boden krabbelt, da hole ich halt die Tanja-Klinge raus. Alternativ haben wir gestern auch das Dönermesser gefunden, das könnte ich eigentlich auch nochmal nehmen. Da muss ich mir nochmal einen Namen überlegen für das Dönermesser. Das war eigentlich auch ziemlich witzig, was wir gestern bekommen haben. Der Dönermesser, oh Mann. Ich check den Vault 81, kommt immer näher, Witz nicht. Vault 81 will uns nur reinlassen, wenn wir denen 3 Fusionskerne geben. Die sind aber selten und ich habe die lieb und gebe die nicht gerne ab. Ich bin ja so ein Sparfuchs. Deswegen habe ich mir überlegt, ich benutze erstmal Fusionskerne, bis sie nur noch ungefähr 3-4 Energie haben und gebe denen quasi so halb, 3/4 leere. Die haben nicht gesagt, dass sie volle wollen. Vielleicht lassen die mich ja dann damit rein. Das ist der Plan und seitdem versuche ich die Fusionskerne ein bisschen leerer zu machen. Um die abgeben zu können, um in Vault 81 reinzukommen. Das ist der geheime Trick, wie ich nach Vault 81 will. Und hier werde ich verstrahlt.
Und daraus hat sich so ein Running Gag entwickelt irgendwie. Wir wollen da immer hin und es geht halt nie. Frag mich, ob ich diese Dinger hier irgendwie aufkriege. Ach, darüber sind noch welche. Ach du Scheiße. Irgendwo muss es doch einen Knopf geben. Ah. Ja, und wie gesagt, ich will die halt einfach abzocken. Weil die wollen mich abzocken. Und das geht nicht. Ja, ich brauche die Kerne. Ah, da hinten kommen noch ganz viele Wubbel. Ah, der sieht aber ganz gut aus hier. Oder ich habe halt wieder nicht getrunken. Getroffen. Ein Abraxo dabei, extra stark. Da geht's rüber. Da geht's rum. Da geht's runter. Geht's da durch? Alter, ganz schön vernebelt hier. 10 mm Pistole will ich nicht. Ja, genau. Das, was Bionic schreibt, das könnte eine Idee von mir sein. Mit einer Ladung zum vollen Preis verkaufen. Das ist ein guter Plan. Das, Bionic, du Fuchs. Dr. Planlos wäre stolz auf dich. Azulas sei gegrüßt. Gar nicht so unclever. Gar nicht so unclever. Wo bin ich hier? Ich bin charismatisch wie eine Bockwurst, also das klappt nicht, Karamichi. Also mit Charisma, das ist wie mit dem Int. Da werden wir keine Freunde. Jetzt nehme ich ja schon wieder diese Billardkugel mit. Ja, hier, die Plasma-Kartusche nehme ich noch gerne. Boah, ey, ich hab... Und da hat sich jemand über die Ragdoll-Effekte in Souls beschwert. Los, Hund, fang die Wurst. Nehmen wir mal so ein Right Away. Ja, von nix kommt nix, Bionic. Wir verstehen uns. Und andere finden das anscheinend lustig, dass ich so spiele. So sparsam und fuchsig. Nee, keine Ahnung. Das ist halt... Ich bin's halt eben von Souls gewöhnt. Ich spare, wo ich kann. Und nutze dann, was nötig ist. Aber ich versuche halt nichts zu verschwenden. Und da gehören halt solche Tricks halt dazu. Weil von nix kommt ja nix. Aus der Gule, die kommen aus dem Nix. Au. Au. Und da war ein Gewehr bei. Einfrierendes Kampfgewehr. Kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich nehm's mal mit. Eventuell kriegen wir das höher geperkt oder gepimpt. Müssen wir mal gucken. Dann baue ich den Raginator um. Mal schauen. Auf jeden Fall der Kyro-Schaden war höher. Achso, hier ist noch ein Ghoul. Kann ich sehen. Ach du Kacke.
blub. Nein. Ja. Ach du Kacke, ist das hier verwinkelt. Ah, leuchtender Mopsmann aus der Leuchterhölle. Nein, nicht trinken. Das ist doch giftig. So, gucken wir erstmal nach den Skills. Da machen wir jetzt einfach weiter. Wir haben ja gesagt, wir fangen hier im Waffenfreak an. Dann machen wir Waffenfreak 3. 2. Bups. Dann bleiben wir da dabei. Ja gut, einiges haben wir dabei. Also wir haben schon ein paar Klamotten dabei. Bionic, also so ist es nicht. Ich nehme jetzt auch direkt halt ein Redaway, weil wir haben so viele davon. Ich habe jetzt nur 20 mitgenommen oder 10 und so viel schon wieder gelootet. Und die wiegen halt was im Gegensatz zu den anderen Klamotten. Warum ist hier Radio? Wo bin ich denn jetzt? Oh, kommt nochmal hier raus. Oh, da ist noch ein leuchtender Mobs dabei. Ja, geh mal weg. Oh, ich nehme direkt so einen Redaway und so einen Stimpak. Au. Gut. Eieiei. 25 Giftresistenz. Nicht so geil. Ungeil. Wo bin ich denn hier gelandet? Alter, den Weg finde ich nie. Ich meine, deswegen, damit ich mehr tragen kann, habe ich halt schon diesen einsammelnden, umherziehenden geskillt. Ja, ich habe jetzt eine Inventarkapazität von 335, aber wir sind fast schon wieder voll. Ja, frisch. Sei gegrüßt. Das ist hier ziemlich verwinkelt. Muss ich mal sagen. Ah, Fusionskern. Nicht mit. Hier gehe ich weg. Diese Minen. Da schießt irgendwas. Na komm schon, da war der Bolle getroffen. Ist der Summer in-game oder explodiert mein Lappy gleich? Hier summt nix. Außer meine Stimme vielleicht, aber nein. Ja, ich bin ja auch so ein Hobby-Messi irgendwie, zumindest hier so in Spielen. Im Real Life nicht mehr. Halleluja. Da sammle ich fast gar nichts mehr. Der Benzinkanister ist explodiert. Cool, das habe ich noch vorher gar nie gesehen. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ah, okay. Ich weiß, wo wir sind. Ich speichere mal nicht, dass ich hier irgendwie durchglitsche. Ich weiß nicht, ob das mit dem Glück zu tun hat, ob man bessere Waffen bekommt. Das kann ich dir nicht sagen, Joke. Ob das... Weißt du schon... davon abhängig ist oder ob es fixe Punkte gibt, wo irgendwas droppt. Ich glaube, das wird teils sein. Also teils fix sein, teils random. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Keine Ahnung.
Ich habe mich zu dem Spiel nicht schlau gemacht, ich spiele es blind. Und da müsstest du eventuell mal tatsächlich in der Wiki gucken oder so, was genau Glück macht. Ich habe es halt am Anfang nur genommen, weil drin stand, beeinflusst die kritischen Treffer. Deswegen habe ich am Anfang viel auf Leben geskillt. So für mich als Dark Souls-Typ, ne? Leben schadet nie. Was ist denn eine Atommine? Habe ich auch noch nie gesehen. Also Leben wollte ich haben und Crit. Dementsprechend hatte ich Ausdauer und Glück genommen und hatte da dann halt direkt beides 8 Punkte drin zu Beginn. Und dann habe ich die Perks gesehen und dann konnte ich halt nicht mehr viel ändern. Dann war ich dumm, aber glücklich. Und so kam die Skillung zustande. Dass man halt eben andere Punkte braucht, wie zum Beispiel Wahrnehmung für Schlösser knacken oder Intelligenz oder so. Fürs Hacken, das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das hat sich halt nachher alles erst herausgestellt. Das wär's. Bin gleich bestimmt überlastet, jetzt sehe ich jetzt schon kommen. Aber prinzipiell, glaube ich, sind wir nicht falsch. Hund explodiert. Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay. Immer Musik? Warum? Check ich nicht so ganz, aber okay. Ah, ich weiß, wo ich bin, glaube ich. Denn das ist die zugekettete Tür. Ich hab doch gesagt, du sollst den Keller nicht betreten. Jetzt, da du nicht mein Geheimnis kennst, muss ich dich töten. Ach so. Wollen wir mal Knopf knopfen. Ach nee, ich weiß, wo ich bin. Ja, ist okay, dann kannst du den Knopf auch wieder aufmachen. Ich weiß, wo ich bin. Ich muss mal den Moped mal hier dann wegbohren. Genau, hier. Hallöchen! Die Konservenbatterei. Alles Kollateralschaden. Was? Jetzt ist er oben. Wo ist er hin? Ja, ist heute seine letzte Sendung, ne? Schichtsalat. Ist heute letzte Mal TV Total. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, der wird mit dem, wie du schon richtig sagst, mit dem lachenden und einem weinenden Auge aufhören. Wie gesagt, Samstag ist ja auch die letzte Folge Schlag den Raab. Und dann geht für ihn ja eine Ära zu Ende. Aber gut, er wird genug verdient haben und sich jetzt dann mehr um seine Family halt kümmern, die er immer sehr geschützt hat. Also seine Privatsphäre. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Wo komme ich denn da hin? Da. Der wollte es ja nicht so. Abgeschlossen. Stell zur Rede. Ich hatte eine Quest. Okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Komm, dann Mikroskop nehmen wir auch noch mit. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesehen. Wir haben nicht alles unten gesehen.
Aber ich glaube, wir haben den Hauptweg gefunden. Die Frage ist, ob es da jetzt noch so viel anderes Gutes gab. Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie ich da reingekommen bin. Ach so, da hinten, ne? Hier war die Tür. Und wenn ich da jetzt nochmal gucken gehe, da gab es bestimmt noch irgendwelche kleinen Minimobs irgendwo. Aber lohnt sich das? Ich überlege gerade, ob ich da jetzt nochmal gucken gehen will. Das war zur Rede stellen. Ja, reden à la Sless. Na, komm, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Sag mal ja, wir haben einen Comic gefunden, wir haben eine Puppe gefunden. Mehr wird da, glaube ich, auch nicht drin sein. Gehen wir raus, leeren die Taschen und erkunden weiter. Sonst, gerade da unten, das war ja so labyrinthartig. Da finde ich mich nie wieder zurecht. Gehen wir nämlich hier lieber raus. Ja, wobei ich glaube nicht, dass die das alles weitermachen dürfen, lustig, weil Raab hat ja die Rechte / Lizenzen. Und stattdessen gibt es halt neue Konzepte. Und Joko und Klaas bin ich kein Fan von, also die kann ich mir nicht angucken irgendwie, ich mag die nicht. Naja. So. Dann einmal Taschen leer machen. Ja, keine Ahnung, also ich glaube, die waren ja irgendwann mal bei wo sind die rausgekommen? Durch irgendwie einen Werbespot für die Sparkasse oder so, ne? Wurden die gecastet? Ich weiß es nicht, also es sind nicht meine beiden liebsten Moderatoren, ich brauche sie nicht. Also wer sie gerne guckt, okay, klar. Jedem das eine, aber weiß ich nicht. Ich gucke sowieso ganz, ganz wenig Fernsehen, wenn ich ehrlich bin. Meine Frau guckt viel, aber wenn, gucke ich tatsächlich halt gezielt Netflix oder Amazon Prime, irgendwelche Serien. Dass ich wirklich Fernsehen gucke, ist halt Fußball. Und dann hört es schon fast auf. Optical Broadcast. Dankeschön, Herr Optical Broadcast. Danke für den Host. Oh Mann, der Herr Optical Broadcast hostet mich. So, mal eben die Taschen leer machen. Ich habe eine Atommine. Meine erste. 432 Schaden. Okay. Oh Gott, ich habe so viel Zeug. Das kann auch weg. Das wollte ich, warte mal, das macht 28, der Reginator macht auch 28, 140. Das könnte besser sein. Da müssen wir gleich mal reingucken. Das Bleirohr. Was habe ich hier? Das Giftmischers, des Killers. Dann haben wir das auch. Die Hilfsmittel können auch weg. Dann wollen wir dieses lustige Taschen leer machen. Und klickst du einmal zu viel, legst du irgendwas ab, was du überhaupt nicht ablegen willst. Das lasse ich einmal. Gut. Dann packen wir noch einmal hier das Comic rein. Bin gleich wieder bei euch. So, einmal die Puppe. Ja, 13 Puppen. So, und das Comic kommt dahin. Schwuppdiwuppdi. Geschichten des Dorffleischverkäufers. Das war die erste und einzige heute, ne? Ja. Gut. Das war das. Die Waffe wollte ich einmal angucken. Ob wir die höher gemoddet kriegen würden als, was macht denn der Reginator? 140, 28. Und ist beides 45er, ne? 140, 28.
140-28 mit dem ist genau dasselbe, ne? Ja, 140-28, also ist genau dasselbe. Ja, okay. Und dann können wir den auch einmotten. Warum ist da Geknalle? Wer knallt da? Ist doch noch nicht Silvester. Wieso schießen die da? Ach du Kacke, da fährt hier auch immer mehr. Und ich krieg's nicht raus. Das ist alles irgendwie im Inventar fix wegen Quest-Klamotten. Achso, die Fusionskerne kann ich noch eben wegpacken. Moment. Ja, ja, ich muss reden, sonst gibt's hier Musikprobleme auf YouTube. Sekunde. Fusionskerne. Zack. Passt. Nähere mich der 100. Gut, fertig. Wer hat hier geschossen? Habe ich hier eine Quest? Nein. Gut, dann geht's weiter. Hier, da war ja noch was. Müssen wir erkunden. Gucken wir da weiter. Aha. Gigantinsel geht ins Bett. Genau, da. Da sehe ich es noch. Gigantinsel, mein Lieber, komm gut ins Bett. Danke fürs Vorbeischauen. Schlaf gut. Schlag den Slash, nee. Das müsste E-Sport sein. Alles, was im Real Life ist, kann ich nicht. Die Skills behält man ja. Das hatte ich am Anfang offscreen ausprobiert, weil ich habe auch überlegt, wenn du die abstellst, zählt es nachher nicht, aber doch, zählt noch. Zählt noch. Ja, was auch Dexter sagt, also das, was im TV läuft, interessiert mich halt zu 90% nicht. Wobei ich glaube, ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinen jetzt mittlerweile 36 Lenzen, glaube ich, nicht mehr die Kernzielgruppe, für die größtenteils das TV gemacht wird. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt halt entweder diese... Hier vibriert was. Ich speichere mal. Hier ist irgendwie entweder eine Todeskralle oder irgendeine Königin oder irgendwas vibriert. Entweder ist es halt für ein sehr junges Publikum, wo ich nicht mehr zugehöre. Oder es ist so ein Rentnerprogramm. Also weißt du hier schon, Helene Fischer, Mutantenstadel mit Knödel und Bierhumpen, Hossa, Hossa. Das kann ich mir auch nicht angucken. Also, und dazwischen ist irgendwie nix. Ach, da sind zwei Todeskrallen. Verstehe ich schon. Waren mal zwei Alpha-Todeskrallen. Aber der Plastiklöffel, der war wichtig. Wir gehen mit 25872 Raginator. Battle Soldier, sei gegrüßt. Und Koch, du natürlich auch. Genau. Das ist der einzige Grund, Wayne, absolut. Der Pip-Boy ist weiß, damit die Außenwelt ein bisschen schöner ausgeleuchtet wird. Das erscheint dann nämlich subjektiv oder objektiv heller, ich weiß es nicht. Das Grüne hat mich eigentlich nicht gestört von der Farbgebung. Es geht wirklich nur darum, dass es halt ein bisschen heller ist irgendwie. Zumindest suggeriert. Ob so ist, keine Ahnung. Level? Auf dem Weg zu 53, glaube ich. Nee, auf dem Weg zu 54. 53, ein Viertel. Da nochmal gucken gehen. Die waren ja mit sich selbst beschäftigt, die Todeskrallen. Die haben mich ja gar nicht wahrgenommen. Der Spike kam von um die Ecke und hat einfach mal flugdiwupdi gemacht. Geht schon. Da liegt Blut. Komm ich da hoch? Was ist denn hier? Da ist noch ein Schiff. So, komm ich da hoch? Komm hier nicht hoch. Moment mal. Da ist ein Koffer, den sehe ich.
So. Jetzt ist das Licht halt an. Mal eben hier auf das Boot kommen. Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Ach, hier. Oh Gott, geht doch nie gut, oder? Na doch. Barrett, Teddy, Bilderrahmen. Nischt. Naja, dann nicht. Ich hätte dich niemals auf 36 geschätzt. Dankeschön. In dem Alter nehme ich das als Kompliment. Tut die Antifaltencreme ja morgens doch, was sie soll. Nein, Spaß. Vor allem, wenn ich mich jetzt noch rasieren würde, würde ich noch jünger aussehen. Ich habe mal die alten Streams gesehen ohne Bart. Alter Schwede, sehe ich aus wie Elton mit 16. Jetzt sehe ich wenigstens aus wie Elton mit 25. Eieiei. Danke, Bart. Ja gut, klar, die Serien, die auf Netflix und Amazon und so laufen, kommen natürlich auch ins TV. Das Problem ist einfach, A, sie kommen Monate, Schrägstrich Jahre später und hast du dann noch eine 25-Minuten-Serie oder eine 40-Minuten-Serie, wird dann aufgebläht mit Werbung, dass die ewig dauert und allein wegen der Werbung kannst du dir das nicht geben. Was ich am meisten an der Werbung hasse, ist, dass sie dann ja nochmal 30 Sekunden von dem, was sie gezeigt haben, nochmal zeigen nach der Werbung. Als ob das geneigte Publikum die letzten 30 Sekunden vor der Werbung vergessen hat. Das ist ein Blödsinn. Moment, ich höre hier schon irgendwas, was Hundi gerade killt. Ah, ich hasse diese Flugis. Lil Munz. Komplett PCs, eine Seite, falls du das jetzt erhofft hast, dass ich hier sowas nenne, kann ich nicht. Würde ich dir auch nicht zuraten. Tatsächlich geht's in die Richtung, was Wayne sagt. Ich habe vor knapp einem Jahr meinen PC aus Einzelteilen zusammengebaut und das hat so geendet, dass ich wirklich bei 4-5 verschiedenen Seiten bestellt habe. Ich habe einfach bei geizhals.de nach den Teilen gesucht, die ich haben wollte. Und habe die da bestellt, wo die relativ günstig waren und wo die Bewertungen vom Shop gut waren. Ich habe nicht beim günstigsten bestellt, weil die Shops zum Teil unseriös wirkten, sage ich mal. Aber so beim drittviertbilligsten. Und dann habe ich halt die Einzelteile halt bestellt und als alles da war, habe ich dann angefangen, den PC zusammenzubauen. Und ich sage dazu, ich habe vom PC zusammenbauen überhaupt keine Ahnung. Wir sind im Kreis gegangen. Das heißt, im Endeffekt mit den Anleitungen und YouTube geht da tatsächlich. Selbst so Leute wie ich, die absolut zwei linke Hände haben, was Technik betrifft. Ich habe mir halt Videos angeguckt von meinem CPU-Lüfter, wie man den montiert. Da gibt es super YouTube-Videos. Einfach mal nach den Namen und suchen auf YouTube und dann kriegst du das halt als Video. Und die zeigen es mittlerweile echt so geil in den Videos, dass du es nicht falsch machen kannst. Und nach diesen Anleitungen habe ich dann den PC gebaut und er funktioniert. Das ist das Beste daran. Und ich habe roundabout ohne Grafikkarte ein Tausender bezahlt für ein 47,90. Komplett alles, wie gesagt, neu. Und das war relativ günstig. Den kriegst du halt so nicht als Komplettpaket. Da würdest du weit mehr zahlen. Kind des was? Kind des Atoms? Wer ist ein Kind des Atoms? Warum schießt er auf mich? Warum explodiert er? Ich hab denn gar nichts getan. Kind des Atoms. Alter, was bist du? Gamma-Patronen. Gamma-Kanone? Was? Hallo? Womit schießt ihr? Seid ihr dumm? Hör mal auf damit. Lass mich mal eben looten. Der hat eine Gamma, was? Alter, wie viel Radschaden das macht. Wo sind wir jetzt hier? Hallöchen. Lass mich mal ganz kurz bitte leben. Alter, holy moly. Kind des Atoms Prediger. Ja, komm. Pray! Ach, der lebt immer noch. For freedom. Die sind ein bisschen schwieriger, habe ich so das Gefühl. Lass mich doch mal die Gamma-Patrone hier Kugel-Kacke hier looten.
Insta-Püree Mais. So, ganz kurz gucken. Was ist das? 118 mit Gamma-Patronen. Nimm ich mal mit. Gibt's davon auch Gewehre? Ich bin ja eher so der Gewehr-Fan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Holy Moly Kacke. Wo wir sind. Ich gucke auch gleich auf den Chat. Ich bin gerade nur etwas perplex. Ich glaube, ihr merkt das. Ich habe das noch nie gesehen. Ich nehme nochmal so ein Runaway und hier noch so ein Meyer-Lurk. Da kommen immer zwei Meyer-Lurks. Ich nicht. Ich hatte vorher hier in Gelsenkirchen einen ehemaligen Arbeitskollegen, der einen eigenen PC-Laden aufgemacht hat und da habe ich immer meinen PC von ihm zusammenbauen lassen. Wie hat den kannte ich, da habe ich halt einen super Preis bekommen und der hat den nach meinen Wünschen halt zusammengebaut und einen relativ fairen Preis. Klar, immer noch ein paar Euro teurer als Einzelkauf. Aber das war mir egal, ich hatte halt Garantie drauf. Der hat aber zugemacht jetzt vor ein paar Jahren. Und deswegen war ich jetzt gezwungen, halt selbst mal was zu tun. Also selbst halt mal einen Rechner zu bauen und deswegen habe ich da dann halt keinen mehr aus dem Laden geholt, sondern tatsächlich halt selbst konfiguriert. Wie gesagt, der Preis war ohne Grafikkarte. Ich hatte mir dann nachträglich noch die 780, die MSI Twin Frozen, die ich jetzt drin habe, geholt. Da gab es die 9er-Serie noch nicht. Das war kurz bevor die 9er-Serie rausgekommen ist, wo ich mich nachträglich geärgert habe. Aber naja, ist halt immer so, es kommt halt immer irgendwann was Neues raus. Was ist ein 4790 PC? Das ist die CPU. So heißt, das ist die Bezeichnung für die CPU, Raginator. Das ist 4790K. Das ist, war seinerzeit, ich weiß nicht, ob es noch ist, der höchste Quad-Core von Intel. Mit 4 GHz auf 4 Kernen. Ja, da zahlst du heutzutage für die CPU, ich weiß nicht, wie die Preise heute sind, 300, 400 Euro für die CPU. So, Pi mal Daumen. Ja, wie gesagt, Codename war, glaube ich, von dem Moped irgendwie Devil's Canyon oder so hieß das Moped. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich immer nur damit aus, wenn ich mich damit gerade auseinandersetze, um was zu konfigurieren. Danach vergesse ich wieder alles. Da bin ich halt definitiv kein Nerd und dauerhaft im Thema, sondern immer nur, wenn ich kurz vor Kaufen stehe, dann lese ich mich schlau und danach habe ich wieder keine Ahnung. Von daher, danach gucke ich auch nicht mehr nach den Preisen. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil natürlich fallen die Preise immer danach. Das ist halt immer so. Der Hund, gestern wurde er gedünstet, heute wird er gebraten. Der Hund ist grenzdebil. Der Hund ist im Ofen. Alter Schwede, dieser Hund. Dieser Hund. Ja, vierte Generation. Haswell ist es, ne? Wayne, glaube ich. Haswell, Devil's Canyon hieß der. Also Haswell, die Brücke, der Chipsatz. Ne, der Chipsatz ist es nicht. Ach, was weiß ich. Ich habe davon keine Ahnung. Ich hab's nur zusammengebaut. Und es geht. Na gut, hier ist ja noch nicht viel. Ja, schon ein bisschen mau. Ey,
die machen Radschaden, aber als ob es keinen Morgen gibt. Diese Mopeds. Ja, weil wir, ich spiele ja damit nicht. Der ist halt komplett halt für Streamen gedacht. Und deswegen streame ich halt so viel. Also als Leistungs... Na, wie soll ich sagen? Das Spiel läuft auf der Konsole. Das frisst keine Performance auf dem PC. Der PC konzentriert sich auf Stream. Deswegen kann ich da auch eine ziemlich hohe Einstellung für Stream halt nehmen. Also Stichwort jetzt in XSplit auf... Medium, nicht mehr very fast oder fast, sondern tatsächlich Medium und er kodiert es halt, was halt dazu führt, dass bei gleicher Bitrate die Artefaktbildung deutlich geringer ist. Was predigen die denn hier so? Ich meine, ist ja cool, dass die hier so ihre eigene kleine Gamma-Kirche aufgemacht haben. Was geht hier mit den Moped-Männern ab? Alter Schwede, ich kann hier nach jedem Gegner irgendwie ein Stimpack nehmen, weil die so viel Radschaden machen. Ist ja unfasslich. Gamma-Kanone. Haben die keine Gewehre? Ich hätte gern Gewehre davon. Oh, das ist ein Safe. Gut, gucken wir mal rein. So. Ein Stück. Nein, nein, nein. Das war klar. Boah, dieses Wasser plätschern, ich muss pipi. Das ist ja furchtbar. Entschuldigung. Sehr schön. Gut, das war das. Also hier bin ich ja gerade mal echt verblüfft. Komplett neuer Gegnertyp irgendwie. Nuka-Granate. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier weiter passiert. Ja, wobei ich glaube, billig, also der Preis für die SSDs ist relativ stabil, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, für die 500 GB, die auch ich im Moment drin habe, zahlst du immer noch so roundabout 120 Euro. Das habe ich damals auch bezahlt. Also da hat sich nicht viel geändert. Muss ich sagen. Und das war, wie gesagt, knapp vor einem Jahr. Und ich kann es noch nicht mal looten. Ist kaputt. Hier ist aber auch nichts drin. Aber falls jetzt ihr PC-affin seid, ich habe mal eine Frage. Die Frage habe ich mir gestellt, gibt es Szenarien, wo es eventuell geil wäre, zwei Capture-Karten drin zu haben? Ich habe jetzt ja eine Capture-Karte drin, wo die Konsole halt reingeht. Die... Oder besser gesagt, die Karte ist auf einem PCI-Express-Slot. So einen ganz kleinen, kurzen. Ja? Davon habe ich einen auf dem Motherboard. Ich habe noch ganz viele große PCI-Express-Steckplätze, aber nicht so einen kleinen. Könnte ich so eine Capture-Card auch in so einen großen reinstecken oder geht das nur in so einen kleinen? Weil die Frage habe ich mir schon häufiger gestellt, ob das gehen würde, so theoretisch. Und praktisch. Ach was, hier kann ich.
Ach was, hier kann ich meinen Leuchtturm. So, eine ganz kurze Getränke umstellen. Geht, aber den Rest des Satzes verstehe ich nicht. Ist das schlimm, wenn es das belegt? Ich meine, klar, wenn ich da was reinstecke, ist der Slot halt weg. Aber ich will ja auch nichts anderes reinstecken. Also ich habe jetzt halt nur die Grafikkarte drin und die Capture-Karte. Und eventuell, die Idee ist noch eine zweite Capture-Karte irgendwann. Aber da hätte ich halt keinen kleinen Slot mehr für, sondern nur noch diese großen. Wenn, dann brauchst du eine Capture-Karte. Ja, die gibt's aber nur in diesen ganz kleinen. Also wie gesagt, mein Board hat einen kleinen, die Capture-Karte gibt's nur mit kleinen und... Die Frage ist, ob ich die noch irgendwo anders reinpressen könnte. Was ist das? Wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Ist das wieder der Arm? Mal ganz kurz gucken. Nee, Bein. Sehr gut. Nimm ich mit. Upp. Nicht zwei verschiedene Konsolen, Grimm. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die... eine Spiegelreflexkammer per HDMI-Out in den HDMI der Capture-Karte und quasi... Ich muss gerade an Gollum denken. Das sieht wirklich aus wie Gollum. Dass man halt eine zweite Cam aufstellt, eine digitale Spiegelreflex per HDMI-Out, also Mini-HDMI-Out, HDMI-In, die Capture-Karte und dann als Webcam verwenden. Dass man halt nochmal ein zweites Signal halt geben kann. Und da brauche ich halt eine zweite Capture-Karte. Okay. Nein! Ach, ich bin noch dumm. Egal, ich bin dumm. Bin hier einfach runtergeglitscht. Ja gut, Sankash, der PC sollte das können. Also wie gesagt, ist halt eine 4790 CPU, 16 GB RAM. Das sollte gehen. Wenn es damit nicht geht, dann weiß ich nicht, wie es Leute machen mit zwei Capture-Karten. Wo war denn jetzt die Werkbank? Die war hier, ne? Sind jetzt alle Gegner tot? Ja, jetzt ist es unseres. Na gut, dann haben wir hier wieder eine weitere Siedlung. Und können hier sogar richtig weit rumreißen. So, gucken wir mal auf die Karte, was hier sonst noch ist. Kingsport Leuchtturm. Kraterhaus, da war ich noch nicht. Da ist auch noch irgendwas anderes. Ja, was diese Kinder des Atoms hier gemacht haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall massig Damage. Was? Ach, Tasi. Bis gleich. So.
Ja, gut, die Frage ist natürlich, ob sich das prinzipiell lohnt. Alternativ kannst du natürlich auch einfach sagen, ich hole mir eine zweite USB-Cam und hau die an einen USB-Port. Dürfte unterm Strich vielleicht billiger und weniger Performance fressen als eine Capture-Card, wo du halt eine DSLR anschließt. Prinzipiell, ja. Wobei die 10920 tatsächlich schon echt Performance braucht. Also die Webcam. Für eine Webcam ist es echt viel, was die frisst. Aber ist dann halt eben auch Full HD, ne? Ich meine, irgendwo... Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Wassertour machen. Hier scheint ja richtig viel zu sein. Henninger, komm gut ins Bett, mein Lieber. Danke fürs Vorbeischauen. Was? Wo da unten das Bildchen kommt und das dreckige Lachen? Ich glaube, mit dem Lachen, das ist der Inselbegabung. Das halt XP-Proc. Das ist dieses dreckige Lachen. Da kriege ich mehr XP. Fünffache XP. Ist im Glücksbaum, dass du halt... Deswegen habe ich kein Int geskillt, weil ich dann halt eben mehr XP darüber bekomme. Kind des Atoms. Achso. Ich verstehe schon wieder diese ganzen Strahlungsmopeds. Kraterhaus. Ich speichere nochmal. Alter. Und die staggern. Also, die machen so Ruppelschaden, weißt du? Die ruppeln. Falls du das meintest. Schöner Grafikfehler. Ja, der lebt wieder. Lebte. Right away. Stimpak. Alter Schwede. Diese Mopeds. Und hier ist auch... Boah, ey. Schießen ja wie Feuerwerk zu Silvester. Wo ist denn jetzt hin? Was ist das bitte? Was? Womit schießen die? Wo bin ich hier gelandet? Scharfschütze. Da ist schon mal ein Mod drauf. Das klingt schon mal gut. Mods sind gut. Nimm mich mit. Mich hoch. Was ist das hier? Achso. Sagt er doch. Heftig hier. Finde ich aber gerade ziemlich geil, muss ich sagen. Ist mal was anderes. Finde ich gut. Was? Externe Box für Stream? Also die externen Boxen, falls ihr darüber nachdenkt für Stream, halte ich persönlich nicht viel von. Zumindest die ältere Generation. Mittlerweile gibt es ja eine neue von Hapag oder Hauptauge. Und die neue Elgato, die kenne ich nicht. Aber zumindest als ich mit dem Stream angefangen habe, vor gut über einem Jahr, waren die externen Boxen alle kacke. Selbst die ersten Elgatos waren nicht so geil. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Die hatten für mich viel zu großes Delay. Damit konnte ich halt nicht spielen.
Das hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich halt für eine interne Lösung entschieden, weil das Delay halt deutlich geringer ist. Ich weiß nicht, wie jetzt die neuen Produkte sind. Die alten waren halt damals echt nicht so der Hammer. Kann sein, dass das mittlerweile halt geändert ist, aber wie gesagt, damals war es halt so. Ja, eine ganz schöne Suppe hier, wa? So. Und dann, wollte ich einmal ganz kurz mir die Klotten anziehen. Schwupp! Ich habe die einmal mitgenommen, King. Ich brauche sie nur nicht 500 Mal. Ich nehme sie halt mit, wenn sie gemoddet ist. Diese Gamma-Kanone. Ja, werde ich mir angucken. Hatten wir halt noch nicht so wirklich bei Gegnern in Aktion. Wir hatten bis jetzt Plasma. Aber Gamma ist halt neu. Das müssen wir uns halt erstmal anschauen. Da ist irgendwie eine Falle dran oder was? Schrotpatrone. GTA 5 als Weihnachtsangebot, ja, das hatte ich ja schon. Dankeschön, Manns. Oder Lil Manns. Für mich jetzt nicht super interessant, aber für den, der es halt noch haben will, klar, warum nicht? Ich gehe mal davon aus, dass es wieder die üblichen 39 oder so dann kostet, ne? Das Streamen über die PS4 funktioniert eigentlich recht gut. Die streamt sogar mit einer ähnlichen Bitrate, mit der ich streame, ungefähr 3 bis 3,8. Du kannst die PlayStation Cam einbinden, kannst sogar mit Greenscreen arbeiten, mit Chroma Key. Schwierigste wird sein, ein richtig gutes Mikro anzuschließen. Das heißt, da bräuchtest du ein gutes Headset. Was ich halt anschließe, ist dieses Sennheiser, dieses weiße, Game One heißt es, glaube ich. Hier über das Pad mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Da ist dann auch die Tonqualität in Ordnung. Ich sag mal, für die ersten Schritte ist es durchaus okay. Wenn du halt langfristig streamen willst, gerade mit so Einbindungen, wie wir es halt machen, mit Chat hier am Rand, Pieper Pops, geht im Moment noch nicht. Twitch Alerts überlegt, ob sie es irgendwie auf die Konsole kriegen. Mit den ganzen Alerts. Im Moment geht es halt nicht. Für den Anfang ist es absolut okay. Wie gesagt, wenn du dann halt feststellst, dass es dir halt Spaß macht, kannst du dir ja immer noch überlegen, ob du dir halt Klamotten noch dazu kaufst, wie eine Capture-Karte und so, um das vom PC zu machen. Wie gesagt, das habe ich ja auch erst alles nach und nach geholt. Erstmal klein anfangen, erstmal machen und gucken, ob es Spaß macht. Und wenn es dann Spaß macht, weitermachen. Und dann kann man es halt immer noch ausbauen. Ist halt, ich würde am Anfang so wenig ausgeben wie nötig. Und dann erstmal gucken, was passiert. Das habe ich ja auch gemacht. Wie gesagt, ich habe ja auch mit einem super suboptimalen Setup angefangen. Wie gesagt, mit einem Großmembraner, was jedem Pups aufgenommen hat. Was halt für Stream absolut ungeeignet war. Der PC war uralt. Das Mikro, ja, wie gesagt, war dadurch halt nicht ganz so geil. Die Webcam war halt Käse, aber das kommt halt mit der Zeit. Alter Schwede. Needs, Greed, Night, Nears, SSS. Needs. Hat nix. Greed? Nee, kann nicht sein. Knight? Kann nicht sein. Nears kann nicht sein. Loves? L-O-V-E-S kann nicht sein. Terms? Kann nicht sein. True? THR. THR. Nee, das könnte sein. River. R-I-V. River könnte sein. Cool. Das läuft voll. Ja, der Rest kann.
Kann anbleiben, das stört mich jetzt ja nun mal gerade nicht wirklich. Ja, richtig, also die Avamedia, die kostet halt echt nicht viel. Die kostet irgendwie die Light-Version ohne diesen Hot-Button, den du nicht brauchst, 87 Euro. Halt nicht so viel. Das geht schon. Ich würde gerne ein Gewehr finden. Also ein Gamma-Gewehr. Wobei, schießen wir eigentlich? Ist das... Moment, ich feiere gerade und wir haben eigentlich, glaube ich... Ist das ein Gamma? Nee, Plasma. Es ist nicht Gamma. Okay. Oh, ich muss auf Klo. Ihr merkt schon, wie ich rumzappel. Furchtbar. Müssen wir jetzt kurz eine Pause machen. Geht nicht anders. Sorry an der Stelle. Geht nicht. Dieses Wasserplätschern eben. Ich speichere nochmal. 3 Minuten Pipi-Pause.